Hallo, schön, dass ihr uns weiterhin begleitet, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind mittlerweile in Neuseeland angekommen und wie ihr gesehen habt, haben wir uns ein Wohnmobil gekauft und wollen jetzt die Nordinsel bereisen. Ja, wenn euch wundert, warum das so rauscht, wir stehen heute direkt am Strand. Wir fahren zuerst in den Norden von Neuseeland. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert, wenn ihr uns einen Daumen oben gebt. Und wir freuen uns super, wenn ihr uns einen Kommentar schreibt. Viel Spaß beim Schauen! Unsere erste Nacht im Wohnmobil am 12.12.2023 hier mit Sicht auf Auckland Downtown. Mal gucken, ob wir hier heute Nacht ungestört schlafen können. So ist das hier in Auckland. Nichts geht mehr. Jetzt haben wir den Salat. Wir sind an einer Abpumpstation und sind leider hier total im Grünen eingesunken und liegen auf und kommen nicht mehr fort. Das wird ja ein Spaß. Zu allem Überfluss können wir das jetzt auch noch nicht mal mehr auspumpen, weil das gute Ding rappelvoll ist. Geht da nicht rein. Passt da nicht. Hast du einen Karabiner? Ja, ich habe leider nicht überall einen Karabiner dabei. Tut mir leid. Was möchtest du dazu sagen? Scheiß Idee gewesen. Wir sind noch nicht mal in der Wüste und noch nicht mal im Dschungel. Wir sind immer noch in Auckland und stecken fest. Profis! Ciao! Es geht los. Ich hoffe nicht, dass unser frisches Wohnmobil gleich auf die Seite knallt. Ja, super gut. Fantastisch. Unser erster Campingplatz, auf den wir fahren wollen. Und es ist ja fürs erste Mal nicht so einfach wahrscheinlich. Weil wir mussten uns nämlich online erst registrieren, hier beim Auckland Council. Mussten auch bezahlen online. Und jetzt kriegen wir eine Nummer zugeschickt. Die hat die Annette, glaube ich, schon. Nee. Die hätte sie gerne. Und damit kann man dann hier das Schloss öffnen, um hier auf den Campingplatz zu kommen.
Annette, wie sieht es denn aus? Schon keine Nummer. Immer noch keine Nummer? Nee. Wir haben aber noch bezahlt. Da hoffen wir mal, dass die jetzt nicht Feierabend machen und sagen, morgen. Ja. Ich dachte, diese Nummer, die hier ist. Also ich bin schon mal drauf. Oh, wie schön. Herzlichen Glückwunsch. Aber da passt unser Likey nicht durch. Mann. Ja, das war jetzt zumindest schon mal ein Versuch. Ne? Dann also in einer der Mails war tatsächlich die Zahlenkombination dieses Schlosses. Ja, das ist ganz toll. Jetzt mach doch mal auf. Ja, hatte ich gerade versucht, Schatzelein, aber der wollte nicht aufgehen. 7762. Ja, bitte, ist eingegeben. 7762. Und geht nicht auf? Es geht nicht auf. Ja. Na dann. Schlafen wir hier draußen. Wir haben es aufgekriegt. Und jetzt macht die Annette das wieder zu. Und dann geht's weiter. Darunter. Wir haben einen Platz gefunden. Leider ist das hier irgendwie alles abgesperrt. Man kommt hier gar nicht da raus. Müssen wir mal schauen. Ja, und ein noch ein Nachteil hat das. Also es hat jetzt 17 Dollar pro Person pro Nacht gekostet. Also Neuseeland-Dollar. Das sind so um die 9 Euro, würde ich mal sagen. Pro Person pro Nacht. Und ja, dafür hat man hier eine Grasfläche und aber auch eine Toilette mit trinkbarem Wasser. Also nicht, dass man aus der Toilette trinken muss, aber man kann da Wasser zapfen fürs Wohnmobil. Die Küchenchefin, das allererste Mal in ihrem neuen Reich. Mhm. Genau. Mal gucken. Das wird, also es sind wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Flammen, es sind nur 3. Also so als richtige Sterneküche braucht man mindestens 5. Ja, Gelächter auf allen Rängen. Wie viel hatte ich denn auf der Limelight? Ich glaube 2. So, dann ist das ja schon 50% mehr, oder? Aber dadurch schmeckt das Essen nicht besser, oder? Nein. Aber es ist gleichzeitig fertig. Ich habe ja hier noch die Pfanne stehen, Michael. Die kommt ja auch noch dran, ne? Ah. Also so einfach ist das nicht. Und, was gibt es heute? Lamm gibt es heute. Und Blumenkohl und Kartoffeln. Genau, in Neuseeland isst man nämlich Lamm oder Rindfleisch. Der Inverter ist noch nicht am internen 220-Volt-Netz angeschlossen. Deswegen muss ich da jetzt ein Loch durch den Boden bohren, um ihn dann da hinten an der Außensteckdose, da werde ich den einfach mit verbinden. Und dann kann der Inverter immer laufen und wir haben immer 220 Volt. Kabel ist angeschlossen. Jetzt haben wir hier immer 220 Volt. Man sieht es da an der elektrischen Zahnbürste. Sie blinkt grün, also Stromversorgung funktioniert. Gucken, ob die Annette da auch funktioniert. Ja, ja, die funktioniert. Hier fliegen ein paar Fliegen rum. Unser erstes Frühstück draußen. Und wieder mit selbstgebackenem Brot von der Annette. Ja, schauen wir mal, wie das geworden ist also in dem Backofen. Fühlt sich super an.
das erste Mal unsere Schmutzwassertanks leeren. Dazu zieht die Annette sich ein paar Handschuhe an. Dann zieht sie da unten den Schlauch heraus. So, und nu? Schließt den wahrscheinlich dort unten an. Ja, mal gucken. Irgendwie rum wird der angeschlossen bestimmt. Nö, das kann man. Da ist irgendwie schon was drin, ne? Ist das nicht richtig zu? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was richtig zu, auf oder irgendwas ist. Ich habe ja jetzt gedreht. Naja, hört das gleich auf zu laufen? Was hängt denn hier wo? Das passt so nicht ran. Verkehrt. Nee, ich habe das falsch. Total lecker. Also irgendwie läuft das da alles raus, was nicht rauslaufen soll. Jetzt. Aha. Und jetzt? Da läuft es. Ich halte das jetzt hier. Du machst jetzt den Schieber auf. Da muss ja unten da ein Schieber sein. Da unten ist so ein Ding dran. Oder? Steht da was drauf? Ziehen, drücken. Du weißt nicht, steht was drauf, oder? Flitter. Wahrscheinlich ziehen, oder? Zieh mal. Ja. Ja? Ich höre was. Es passiert was. Ja. Da hat die Annette richtig Spaß dran, weil sie das jetzt immer macht. Ich habe das ja immer am Boot gemacht, da war es einfach, da konnte man es einfach rauspumpen. Ja, ja, ja. Wir sind an den Waipu-Höhlen und haben einen freien Stellplatz gefunden. Dort stehen wir jetzt und morgen werden wir die Höhlen erkunden. Der Eingang zur Waipu-Höhle mit den Glühwürmchen. Da wollen wir jetzt gleich rein. Annette bestens ausgerüstet, kurze Hose und Sandalen, hat man uns gesagt. Eine richtige Tropfsteinhöhle, voll das Abenteuer. Ich vermute mal, man sieht es nicht, aber die Decke ist voller Glühwürmchen. Die kleine Höhlenforscherin. Wo bist du denn? Unser erster Wasserfall in Neuseeland. Wangarei Waterfall. 28 Meter. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus, hä? Muss ich sagen. Ganz großer Kauribaum, für den das ganze, der ganze Trouble gemacht wird, mit Schuhe putzen und desinfizieren, bevor man bestimmte Waldstücke betritt.
Da es nämlich hier einen Erreger gibt, der an der Oberfläche, die Oberflächenwurzeln des Kauribaums infiziert. Und der würde dann absterben. Der jemals größte gefällte Kauribaum war 1919 mit einem Durchmesser von 8,54 Meter und einem geschätzten Alter von 4000 Jahren. Schade, dass man den gefällt hat. Ja, sowas fällt man nicht. Da war man dumm. Früh am Morgen kommen hier die sportlichen Neuseeländer vorbei. Und sind aktiv. Annettes ersten Rollerversuche. Wir schauen mal, ob wir uns einen Roller kaufen oder einen E-Scooter oder nicht. Mal gucken, ob sie lächelt. Nee, also sie lächelt. Ah, oh, sie ist schon frech. Wir haben heute eine Nachricht geschickt. Ah, Nelly und Alan haben wir getroffen. Die trifft man auch überall auf der Welt. Sehr schön. Und Nelly und Alan bereiten ihren Schlafplatz vor. Ich glaube, das ist vorher gut durchdacht. Ja, sieht nicht schlecht aus. Endlich wieder Brandy-Dog spielen. In Wangerei. Naja, also wir haben zwar schlechte Chancen, aber mal gucken. Nee, ihr habt gute Chancen. Ihr habt geübt. Stimmt. Das ist immer toll gemacht hier an den Stränden. Es gibt also Toiletten, da gibt es einen Sitzbereich und sogar hier vorne einen Grill, dass man hier schön grillen kann. Aber irgendwie, also das ist schon toll, aber das Wasser lockt uns nicht so richtig. Wir besuchen heute einen der wichtigsten historischen Denkmäler, nämlich Waitangi Treaty Grounds. Hier wurde 1840 der Vertrag zwischen der englischen Königsfamilie und den Maoris unterzeichnet, dass die Weißen sich hier ansiedeln können. Ja, und schon fing das Desaster an. Das werden wir jetzt uns mal anschauen. Wir sind ausgerüstet, machen eine geführte Tour mit Lautsprechern und es gibt tatsächlich Sonnencreme für alle. So heißt dieses Kanu. Jetzt können wir es. Now you guys can touch the waka, you can take photos. Da ist der Name, den ihr gerade gehört habt, nochmal niedergeschrieben. 37 Meter lang, 27 Knoten fährt es angeblich. 80 Leute braucht man zum Rudern, es können aber bis zu 150 dort drinnen sitzen. Wir befinden uns in der Bay of Island mit der alten Hauptstadt Russell. Seit 1865 ist Wellington die Hauptstadt von Neuseeland. Momentan sind wir hier im Waitangi National Reserve. Dort wurde 1840 der besagte Vertrag unterschrieben. Go!
Das war die Show hier im Versammlungsgebäude. So. James Busby kehrte 1832 als englischer Bürger Neuseelands wieder zurück nach Neuseeland. Er war Weinspezialist und Jurist. Und es ist unbegreiflich, er hat also hier Ländereien sich einverleibt. Das ist unbegreiflich. Hier 3800 Hektar, 40.000 Hektar in Ukakaka und in Waipu. 18.000 Hektar in... Der Busby war auch einer der ausschlaggebenden Personen für diesen Vertrag, der hier unterschrieben wurde. Und da sieht man mal, was das für ein Verbrecher war, dass der sich an Ländereien hier angeeignet hat. Das ist unglaublich. An diesem Tisch wurde der besagte Vertrag unterschrieben. Mapapui, der Chef. Wir sind in der Zukunft angekommen. Das, was man immer nur sonst im Fernsehen sieht, das kann die Annette hier so einfach so machen. Mhm. Die muss nur was machen. Ja, sie macht gerade was. Lieber sowas. Ja. Machen wir nicht. Mach mal einen. Schieb mal was weg. Jawohl. Das macht Spaß, oder? Was ist das? Ah, guck mal, das Kanu. Ah, hier ist das Kanu. Wir kommen gerade jetzt aus dem Museum und von diesem historischen Gelände, wo der Vertrag unterschrieben wurde. Wie fandest du denn das Museum? Es ist super klasse, sehr schön gemacht. Und erschreckend, was wir eigentlich alles so nicht wissen oder wussten, wie viele Kriege es hier gab und was dieser Vertrag von Waitangi ausgelöst hat. Es haben zwar viele unterschrieben, aber die ganzen Ländereien, die verloren gingen, und wie sich manche Leute bereichert haben dadurch. Und wie die Menschen hier in den Krieg gezogen sind. Die sind von Neuseeland in den Ersten Weltkrieg gegangen. Die haben in Ägypten gekämpft. Also Sachen, gut, haben wir alles nicht gewusst, aber es ist unglaublich. Die hatten hier keine Rechte mehr, aber Kriege führen oder besser gesagt in den Krieg ziehen, da durften sie. Auch im Zweiten Weltkrieg gab es ein Maori-Bataillon, was gegen
Deutschland gekämpft hat. Wussten wir alles gar nicht. Jetzt wissen wir das. Und es ist ein tolles Museum, war super herzukommen, hat allerdings auch $60 gekostet pro Person. Neuseeland-Dollar erstens mal und zweitens mal sind wir jetzt schon Stunden hier und haben uns schlau gemacht. Also es lohnt sich wirklich. Würde ich wieder machen. Ich auch. Okay. Einen herrlichen Platz am Wasserfall, direkt am Fluss, im Schatten eines Baumes. Das ist unser Platz für die nächsten zwei Nächte. Kann man leben so. Haben wir demnächst ein Haustier? Die habe ich nämlich nicht. Du bist ein ganz süßes Ding. Ein Entchen, das ich streiche. Oh, du willst aber mich beißen. So hektisch wie du bist, ist das auch kein Wunder.